Jetzt kommt raus, es sind keine Samen. Fütter ich den doppelt, weil ich dumm bin. Ich würde dich schon gerne füttern. Kann ich nicht. Sind Ihnen seitdem vielleicht noch andere seltsame Dinge passiert? Ja. Sonderbare Träume oder Visionen? Ja. Ja, ich sehe Dinge, als nähme die Wirklichkeit vor meinen Augen schreckliche Formen an. Können Sie Ihre Visionen mit irgendwas Konkretem in Verbindung bringen? Zum Beispiel einem Symbol oder Zeichen, einem Wort? Ja, der letzte Vogel ist auf Diät. Diät. Sah ich dieses Symbol in meine Arme Leider. Geritzt. Eine Schlange. Zwei offene Münder. Oh mein Gott. Oh dein Gott, was? Was heißt das? Ist das nicht noch Schokolade? Ein Weg, dies zu deuten. Schnell, schieben Sie mich ins Wohnzimmer. Dass ich Schokolade auf der Hose hatte. Ist das das Wohnzimmer? In einem der Schränke finden Sie Kerzen. Stecken Sie sie in den Kerzenständer. In der Küche müssten Streichhölzer sein. Dann können Sie die Kerzen anzünden. Okay, meine Mute-Taste ist die Taste, um umzuschalten in HD. Gut zu wissen. Entschuldigung, was sagten Sie, soll ich tun? In einem der Schränke finden Sie Kerzen. Stecken Sie sie in den Kerzenständer. In der Küche müssten Streichhölzer sein. Dann können Sie die Kerzen anzünden. Ja, ich bin mir da auch nicht so sicher, ob die Frau vielleicht nicht schon längst ist. Plop. Man hört mich. Gut, die Mute-Taste funktioniert also. Wir sollten das Spiel so schnell wie möglich beenden, damit ich meine Mute-Taste wieder verwenden kann. Die Vögel sind aber laut. So, jetzt zünden wir mal eben ihr Haus an. Und gehen dann Tauben vergiften im Park. Entschuldigung. Ich hasse diese Steuerung hier manchmal. So, reicht das? Brauchen wir mehr als eine Kerze? Aber wo sollen denn noch welche sein?
Hey Ursula, wo sollen denn noch welche sein? Ach, wir haben direkt mehrere aufgehoben. Okay. Man sah nur eine. Das muss man ja auch erstmal wissen. Perfekt. Löschen Sie nun das Licht. Welches Licht? Wir sind bereit. Setzen Sie sich zu mir. Auf Ihren Schoß? Entschuldigung. Alle Möbel sind abgedeckt, als ob hier schon seit langem keiner mehr wohnte. Huch! Auf einmal war es so dunkel. Jetzt machen wir eine Geister-Seance oder was wird das jetzt? Ich soll mich setzen. Ich sollte mich doch setzen, oder nicht? Wie machen wir denn das Licht aus? Er denkt das gleiche wie wir. Warum? Hä? Ich hab doch anderes zu tun, Söhnchen. Ups, Entschuldigung. Du bist eine blöde... Ups, ich habe aus Versehen die Taste gedrückt gehalten. Ach so, weil die Möbel abgedeckt sind. Ja, hilf mir doch mal, du blöde Kuh. Ach, ich kann mich setzen. Er ist doch gecheckt. Mann. Um das Ganze zu verstehen, gibt's nur eins. Sie müssen tief in ihr Unterbewusstsein eindringen. Wer immer es war, der sie dazu zwang, diesen Mord zu begehen, hat sich aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Aber in ihrem Unterbewusstsein muss er eine Spur hinterlassen haben. Sie können sie finden. Aber es bedarf einer anstrengenden Zeremonie, die nicht ganz ungefährlich ist. Wollen Sie oder wollen Sie es nicht versuchen? Und wenn wir dabei draufgehen? Ihre Hände, bitte. Jetzt die Augen schließen. Lösen Sie sich von allem und öffnen Sie ganz weit zu Ihrem Unterbewusstsein. Lassen Sie mich eintreten. Genau. Wir sind vereint. Lukas, sind Sie da? Ja. Kehren Sie zum Restaurant zurück, kurz bevor alles begann. Vergessen Sie alles Überflüssige und wandeln Sie beliebig durch Ihr Gedächtnis. Wo sind Sie, Lukas? Ich stehe vor dem Restaurant. Dann betreten Sie jetzt das Restaurant. Was du nicht sagst. Was sehen Sie? Ich sehe Gäste und die Bedienung. Sehen Sie den Tisch, an dem Sie saßen? Ich suche ihn. Da ist ein Polizist. Er sitzt an der Bar. Konzentrieren Sie sich. Jetzt gehen Sie an Ihren Tisch. Ach Mann, Leute. Ich stehe neben dem Tisch,
ist leer. Haben Sie noch nicht an Ihrem Tisch gesessen? Doch, habe ich. Denn mein Essen steht bereits da. Ich glaube, zu der Zeit habe ich ihn umgebracht. Bewahren Sie die Ruhe, Lukas. Sagen Sie mir genau, wo Sie sich befinden. Im Toilettenraum. Der andere Mann auch. Was macht er? Pinkeln. Er pinkelt. Er ist völlig ahnungslos. Und Sie, Lukas, wo sind Sie? Keine Ahnung. Ich sehe mich nicht. Da bin ich. Ich war in einer Toilettenkabine. Oh mein Gott, ich habe ein Messer. Er sieht mich nicht. Immer im Spiegel. Lukas, schön konzentrieren. Ich kann meine Beine nicht kontrollieren. Ich gehe von hinten auf den Mann zu. Er sieht mich nicht. Ich will nicht. Aber ich habe mich nicht in der Kontrolle. Kehren Sie nochmal zum Restaurant zurück. Aber diesmal, bevor Sie in den Toilettenraum gehen. Verstehen Sie mich, Lukas? Weiter zurück. Obwohl ich versaut habe, ist es gut. Wieder im Speisesaal des Restaurants. Sitzen Sie an Ihrem Tisch. Ja, ich sehe mich dort sitzen. Und was tun Sie, Lukas? Essen. Ich esse. Ich esse und lese dabei ein Buch. Ein Buch? Ja. Shakespeare. Der Sturm. Was sehen Sie noch? Wie ich dir vorhin gesagt habe, ich bin einem Tyrannen untertan. Einem Zauberer, der mir durch seine List diese Insel abgetrödelt hat. Wie bitte? Was? Eine Passage aus Shakespeares Sturm. Das lesen Sie doch gerade, oder? Ja. Jemand kommt auf mich zu. Ein Mann. Wer ist es? Ein Gast? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Ich sehe sein Gesicht nicht. Und was sagt er zu Ihnen? Ich kann mich nicht erinnern. Konzentrieren Sie sich, Lukas. Sie müssen sich erinnern. Ich hätte etwas anderes gesagt, das ist aber nicht jugendfrei. Schade, dass heute kaum noch jemand Shakespeare liest. Dürfte ich mich kurz zu Ihnen setzen? Nein. Ah, ja, aber... Der Mann hat sich zu mir gesetzt und... Jetzt kommt die Bedienung. Sir? Kaffee, bitte. Die Bedienung. Sie scheint den Mann nicht zu sehen. Als wäre er unsichtbar. Es wurde schon viel über den Sturm geschrieben. Vor allem aber über das Thema der Magie. Und jetzt? Was geschieht jetzt, Lukas? Fuck! Ich weiß nicht. Der Mann strahlt eine seltsame Energie aus. Ich kann sie nicht beschreiben. Weiter, Lukas. Was geschieht danach? Glauben Sie an magische Kräfte? Oh, Leute! Nein, gar nicht. Hören Sie. Welch Irrtum. Dabei enthält unser Universum doch viel mehr, als das, was mit bloßem Auge zu erkennen ist. Ihr Kaffee, Sir. Danke, Kate. Sie kennt ihn nicht, aber er kennt sie. Die Bedienung hat ihm den Kaffee serviert. Aber sie wendet sich mir zu, als hätte ich ihn bestellt. Sie weiß nicht, dass er dort sitzt. Sie sieht ihn gar nicht. Und was passiert jetzt? Ich will zwar nicht unhöflich sein, aber ich wäre lieber allein. Naster Nachtitlan Kastanechli Kvechnitlanar Nastilan Kvechni Kvechnitlanar Batman Kvechnitlanar. Warum macht er diese Scheiße jetzt? Ich bin gelähmt. Ich fühle meinen Körper nicht. Und ich kann mich nicht bewegen. Der Mann, Lukas. Wo ist der Mann? In dir. Er ist aufgestanden. Und weggegangen. Er ist Schur? In meinem Kopf und kontrolliert mich. Folgen Sie dem Mann, Lukas, schnell.
Ich befehle Ihnen, dem Mann dicht zu folgen. Murphy ist es, mein Scherz. Folgen Sie ihm. Ihre Seele ist mit der Seinen verbunden. Sie sehen alles, was er sieht. Hä? Schönen guten Tag. Sie kennen diesen Mann, nicht wahr, Agatha? Nein, ich weiß nichts. Ich bin nicht sicher, wie er ist. Sicher? Doch, Sie wissen, wer es ist. Als Sie die Narben an meinen Armen fühlten, wussten Sie sofort, was los ist. Was bedeuten diese Symbole, Agatha? Was hat der Mann mit mir getan? Gehen Sie jetzt, Lukas. Ich kann nichts weiter für Sie tun. Erklären Sie mir wenigstens, was mit mir passiert ist. Er hat mich zum Mörder gemacht. Ich will es wissen. Ich muss es wissen. Ich muss erst einiges überprüfen. Heute kann ich nicht mehr sagen. Kommen Sie morgen wieder, zur gleichen Zeit. Dann weiß ich mehr. Das bezweifle ich. So, Carla oder Tyler? Alles sehr merkwürdig. Aua, mein Arm. Carla? Okay. Geht's weiter mit ihr. Oh, wir dürfen schießen. Zielschießen. Super. Ob das so eine gute Idee war? Training Sergeant Mitchell, da hinten. Vorletzter Stand. Vorletzter Stand. Was hast du denn bitte für Kugeln? Guten Tag. Sergeant Mitchell? Ja. Inspektor Carla Valenti, dürfte ich Ihnen ein paar Fragen zu einer meiner Untersuchungen stellen? Bitte, es ja. Es ist Ewigkeiten her, dass ich an einer Untersuchung gearbeitet habe. Ich werde Ihnen nicht viel nützen. Sicher? Es geht um einen alten Fall, aber er interessiert mich. Der Kirstenfall. Weil Sie die Akte nicht finden, habe ich recht. Ja, so ist es. Die Akte ist geheim. Wie wäre es mit ein paar Zielübungen? Nein! Okay, gerne. Nein! Das wird nix. Das kann ich schon mal im Voraus sagen, das wird nix. Die Pistole liegt direkt vor Ihnen. Was du nicht sagst, ich bin blind. Hätte ich nie im Leben sehen können. Drücken Sie die linke Maustaste zum Feuern, drücken Sie die rechte Maustaste zum Nachladen. Töten Sie Terroristen, um Zeit zu gewinnen. Aber wenn Sie Zivilisten treffen, wird Ihnen Zeit abgezogen. Okay, es ist einfacher als gedacht. Nein? Ich dachte, jetzt kommt was total Kompliziertes. Jetzt habe ich zwei Kugeln verschossen an diesem Sack. Wie lange denn noch?
Mann! Im letzten Moment. Das war's mit mir. Sie haben's aber drauf. Ich muss zugeben, dass Ihnen hier nur wenige das Wasser reichen könnten.